Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ninja Gaiden. Ja, wir finden uns immer noch in Stage 6-3 und versuchen halt immer noch mit dieser komischen Drehsprung-Attacke ans Ende von Stage 6-3 zu kommen. Und ja, was soll ich sagen, es ist bisher nicht sonderlich gut gelungen. Aber vielleicht klappt es ja diese Aufnahme etwas besser. Es ist halt nicht besonders einfach, wir müssen halt ans Ende von 6-3 kommen, ohne einmal zu sterben. Dass diese Waffe nur einmal gibt, wir sie allerdings gegen Jacquio brauchen. Meiner Meinung nach, ich krieg's so nicht hin. So. Okay, die hat diesmal gezögert irgendwie mit dem Springen. Okay, das hat schon mal geklappt. So, jetzt müssen wir den hier töten. Hier das aufmachen, so, zack, 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 zack. Hier die 5 mitnehmen. Der Kunde erscheint nicht mit seiner komischen Waffe. Das Problem ist, ich weiß nur nicht, wo Munition und sowas versteckt ist. Wäre nicht schlecht, wenn ich es wissen würde. Meiner Meinung nach war hier was. Ja, war es sogar. Allerdings auch ein Vogel. Okay, die Sachen sind weg. Ja, das Problem ist, ich weiß halt wirklich nicht, wo hier noch Munition und sowas ist. Okay, da ist ein Leben drin. Hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Da ist auch ein bisschen was. Geh einfach rein, geh einfach rein. Wir haben 15. Mal gucken, ob wir es mit 15 schaffen. Da guckst du blöd, du Dreckvieh, da guckst du blöd. Genau so macht man diesen Boss nämlich. Ja. Ryu. Ach, dank Gott, dass du sicher bist. Lass uns gehen, Vater. Lass uns endlich aus diesem Tempel gehen. Ryu, warte. Bevor wir das tun, die Dämonenstatuen, wir müssen sie aus dem Tempel werfen. Während wir noch Zeit haben, bevor der schwarze Mond scheint. Ja, es ist nämlich immer noch nicht zu Ende. Ryo, was ist das? Tja, der schwarze Mond. Ist das eine Mondfinsternis? Das muss es sein. Das ist, was sie den schwarzen Mond nennen. Oh nein, die Dämonenstatue. Mir sieht so Schloss aus wie das von Castlevania. Weiß auch nicht. So ist das halt. Oh mein Gott, Epilepsie! Und der letzte Boss im Spiel. Okay, jetzt lass erstmal kurz überlegen. Wie funktioniert der? Meiner Meinung nach müssen wir erstmal den Kopf abschlagen. Oh mein Gott. Schön. What the fuck? What the fuck? Okay. Das wird ein Problem. Okay, den muss ich mir angucken. Ich habe ja so das Gefühl, dass dieser Boss so eher so ein bisschen random ist. Entweder man hat Glück mit dem, oder man hat Pech. Ganz nachdem, wie diese Kugeln fallen. So kam mir das zumindest gerade vor. Na gut, müssen wir sehen, wie wir das machen. Wir müssen halt den Kopf abschlagen. Und, naja, was denn noch? Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Es ist doch, wir müssen den Kopf abschlagen, dann den Schwanz kaputt machen und dann können wir ihn erst verletzen. Ja, das wird interessant. Allerdings haben wir ja diesmal die Wahl, eine andere Waffe mitzunehmen. Wir müssten ja endlich nicht mehr diese Dreckwaffe hier benutzen, weil die an sich ja gar nicht so schlecht ist. Es gibt schlechtere, sagen wir es mal so. Gibt aber bessere. Aber wir haben schon mal Jacquio besiegt, das heißt Fortschritt. Yay! Jetzt müssen wir halt nur noch dieses Dreckvieh schaffen und dann hätten wir... Bam, bam, bam. Sind wir trotzdem gestorben. Hurra. Ich hasse 6-2. Wirklich. Ich hasse 6-2. Ich finde 6-3 um einiges einfacher.
Aber 6-2 ist irgendwie einfach nur fies und gemein. Ah ja, natürlich. Oh, diese Dreckhunde, ne? Ja, für mich sind es immer noch Hunde. Hier wird man sowieso getroffen, kann man machen, was man will. Mein Gott. Jetzt hört er mal auf zu erscheinen. Ihr blöden Arschgesichter. Meine Güte. Ah ja, okay. Hier war es einfach nur laufen und schlagen. So. Den Vogel töten. So, euch beide kaputt machen. Den Axttyp töten. Dich einfach kaputt schlagen. Einen Leck verkraften. Meine Güte. Es ist wirklich fies, dass man dann wieder von 6-1 starten muss. Das ist einfach nur hundsgemein. Hat meiner Meinung nach keine Berechtigung. Ach ja, hallo Vogel. Schön, dass du nochmal aufgetaucht bist. Ich hab dich ja schon fast vermisst. Nein. Ach, scheiße. Ach, und Game Over. Ja, natürlich. Ich kann die ganzen Mist nochmal machen. Herrlich, herrlich. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ah, dass auch mal alles so viel Schaden machen muss. Einen so eine Kugel von diesem Boss zieht mir 3 ab. Moment, wie viel Leben habe ich denn? 3, 6, 9. Das habe ich verzählt. 3, 6, 9. Ja, nicht sonderlich viel. Wirklich, nicht sonderlich viel. So viele Treffer kann ich nicht von dem einstecken, du beschissene Fledermaus, ne? Scheiß Jetpack Ninjas. Oh ja, natürlich, ich bin tot. Alter, es leckt schon wieder. Ich weiß nicht, was in meinem Computer los ist. Ich meine, es ist ein altes NES-Spiel. Gut, es gibt nicht sonderlich viele neue NES-Spiele. Aber das würde doch eigentlich locker aufnehmen können. Aber anscheinend hier nicht. Als Emulator einfach nur Kacke. Na, schön in den Vogel rein, Rio. So gut die macht. So. Ja, 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 ja. Ja, ja, na freilich. So, zack, zack. Hoch hier. Ah ja, mit so wenig Leben macht das natürlich richtig Spaß. Hier wieder ein schöner Leck. Wie am Bilderbuch steht, bin ich tot. Okay, noch bin ich nicht tot. Nein? Nein, noch war ich wirklich nicht tot. Ah, jetzt bin ich so gut wie tot, weil. Was kann denn jetzt noch? Hier kann man jetzt einen Haufen Viecher, oder nicht? Oh ja. Hör auf zu längen, du Dreckding, du machst mich so wütend. Weißt du, wenn ja, wenn es nicht längen würde, wären wir viel schneller durch das Scheißspiel durch. Aber was soll ich machen, wenn es leckt? Ausmachen hilft ja auch nicht. Okay, gut, wir haben 6-2 geschafft. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Jetzt müssen wir nur noch ans Ende von 6-3 kommen und haben einen neuen Versuch, diesen Boss zu töten. Aber so das Gefühl, dass uns eine Waffe bei dem irgendwie nicht weiterhilft. Das Schöne ist halt, ich muss jetzt nicht mit dieser komischen Drehwaffe hier durch. Ah, das ist wirklich schön. Okay, jetzt kommt der hier. Nee, der ist kacke, der Wurfstern. Zack. Daran habe ich nicht gedacht. Dieser Leck. Dieser Leck. Ich schmeiß was gegen die Wand. Ich schmeiß was gegen die Wand. Wie ich nichts machen konnte wegen diesem Leck. Herrlich, 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 herrlich. Alter, die Stelle ist schwer. Die Stelle ist wirklich schwer mit diesem Vogel und diesem Typen. Der Wurfstern wäre vielleicht eine ganz gute Wahl gegen den Boss. Oh mein Gott. Spring doch. Ja, natürlich. Oh, wie einfach nochmal erscheint. So ein Beschiss. So, der Typ erscheint nicht. Alles okay.
Aber die Feuerwaffe, die Kacke ist. Die Waffe ist wirklich nicht gut. Da kommt jetzt der Vogel auf Doom, den töten wir. So, zack, zack, zack. Jo, jetzt sind wir schon am letzten Abschnitt von 6-3. Hier laufen wir jetzt einfach um unser Leben. Oh mein Gott. Ja, wir sind tot. So, ja, wir haben es irgendwie geschafft. Haben wir jetzt eigentlich voll Leben? Was? GG. Oh, 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 oh. Na, nein. Der Wurfstein ist aber gut. Scheiße! Nein! Oh, der Wurfstern ist gut. Habt ihr es gesehen? Okay, ich will den Wurfstern. Auf alle Fälle. Mit dem Wurfstern können wir den Kopf und das andere Ding einfach nur zerstören. Oh, das ist natürlich gut. Okay. Der Wurfstern ist die Waffe meiner Wahl. Eindeutig. Okay. Oh, wieder alles nochmal spielen, ne? Da, Wurfstern, ich liebe dich jetzt schon. Ja, wirklich, ich liebe dich jetzt schon. Fickt euch! Wieso gibt's denn eigentlich in den ganzen Dingern nichts außer Punkte? Die Punkte bringen es einem überhaupt nicht. Ich hab irgendwas im Hals. Wirklich, die Punkte bringen es einem gar nicht. Man kann mit denen nichts anstellen. Ich hab immer irgendwas im Hals. Verdammt. Man kriegt kein Leben dadurch, wenn man sowieso zu schnell stirbt, um durch irgendwelche Punkte Leben zu kriegen. Die bringt es einfach nicht. Ganz ehrlich, was Schwachsinnigeres als die Punkte in Ninja Gaiden habe ich, glaube ich, in noch kein Videospiel gesehen. Ich meine, ernsthaft? Boah. Und wieder mein Lieblingsstage. Hurra. Ich die hasse. Du hörst auf, jetzt da oben mit irgendwelchem Zeug zu werfen. So, so. Das ist doch Kacke. Töte den Typen. Alter. Ich kann es eigentlich schon lassen, weil wir nur 4 Punkte haben. Ich kann die Musik nicht mehr hören. So sehr es mir leid tut, aber ich kann die Musik nicht mehr hören. Es ist ja halt nichts Besonderes. So, den Typen töten. Jetzt kommt hier die Fledermaus. Da kommt der Vogel auf Doom. Da bist du, kleines Dreckvieh. Ich töte dich mit dem Wurfstern. Der Wurfstern der Freude. Der Hoffnung. Ja, das Schwert ist nämlich zu nicht zu gebrauchen, weil er einfach nicht trifft. Ah, meine Güte. Wo kostet eigentlich den Wurfstern nochmal in 6-3? Ich weiß es nicht. Das Schönste, wir brauchen ja nur 2 Würfe. Würfe. Ah, ja, natürlich, du beschissener Dreckvogel. Ah, diese Vögel, ne? So. Zack. Der Typ will verschwinden, weil ich ihm das sage. Und hoch hier. Geht doch. So, jetzt kommt der letzte Abschnitt, den will ich jetzt auch noch schaffen. Der war eigentlich nicht so schwer. Lass mal den Vogel töten. Das Vieh töten. So, zack, über den Vogel, was nicht geht, weil er der Ninja-Vogel ist. Wie sogar die Vögel bessere Ninjas sind als Ryu. Sogar die Scheißvögel. So, und wieder an 6-3 angelangt. Das mit so wenig Leben gar nicht erst probieren müssen. Von Michael Jackson, tue dir keinen Zwang an. Bam, bam, bam. Na gut, ich würde sagen, wir machen im nächsten Mal weiter und dann besiegen wir dieses Dreckteil. Bis zum nächsten Mal und ciao.